Ja, servus, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Franken Outdoor Adventures. An der Stelle erstmal ein gesundes neues Jahr an euch da draußen, weil das ist das erste Video in 2023, das ich hier auf meinem Kanal zeige. Was mich persönlich total freut, ich habe gesehen gehabt, ich darf auf dem Kanal jetzt 1500 Abonnenten begrüßen. 1500 ist eine Megazahl, habe ich mich echt tierisch gefreut, weil der Kanal ist eigentlich mit noch nicht ganz zwei Jahren noch relativ jung. Und so viele Leute unter euch auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen, das ist echt, bin ich mega happy. Und da geht mal ein ganz großes Dankeschön an euch raus für, ja, einfach für die zahlreiche Unterstützung. Sei es, ihr habt den Kanal abonniert. Dank vor allem freue ich mich über die Leute, die regelmäßig die Videos verfolgen. Ja, die Videos liken natürlich und vor allem auch kommentieren. Gerade die Kommentare lese ich mir total gerne durch. Und das ist auch das, was uns YouTuber eigentlich am meisten motiviert, wenn man nette Kommentare sieht und merkt, die Videos erreichen jemanden. Und ja, das ist für mich jetzt auch so die Überleitung ins neue Jahr mit rein, was so die Vorsätze betrifft. Ja, Vorsätze, das ist eigentlich so ein Thema. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Freund von Vorsätzen, weil ich sehe es immer so, Vorsätze ist immer so ein Thema, ja, was ganz gerne gebrochen wird. Man sagt ja so, im Schnitt nach 6 Wochen sind die ganzen Vorsätze fürs neue Jahr dahin. Von daher, ich habe mir jetzt eigentlich gar nicht viel auf den Zettel geschrieben. Was den Kanal betrifft, eine neue Ausrichtung habe ich in den letzten Videos schon bekannt gegeben, auch mit der Namensänderung eben auf Franken Outdoor Adventures. Das wird dabei bleiben und ich kann euch beruhigen, auch jetzt an den Videos selbst habe ich nicht vor, großartig was anders zu machen. Es wird weiterhin, sagen wir, diesen Content geben, den ihr jetzt von meinen vergangenen Videos kannte. Und ja, wenn euch der Kanal da bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn wir auch im neuen Jahr wieder zusammen ein bisschen hantieren. Ich vor der Kamera und ich freue mich dann über eure Kommentare. Und dann wird es mit Sicherheit wieder eine schöne Zeit. Ja, ein, zwei Ziele habe ich mir natürlich jetzt trotzdem auf die Fahne geschrieben, wenn das jetzt nicht gleich Vorsätze sind. Ja, was möchte ich eigentlich beibehalten? Ihr kennt die Art Content, die Videos, die ich mache. Ich mache ganz gerne mal so ein bisschen die entspanntere Tour, weil es mir einfach wichtig ist. Wir leben ja momentan alle miteinander auf einem Planeten, der ja eher in schwierigen und ja manchmal auch stressigen Zeiten das Ganze durchlebt. Und ich möchte euch eigentlich in diesen Videos mal immer mitnehmen auf so eine kleine Reise, ja, wo der ganze Planet noch ein Stück weit in Ordnung ist. Sei es in Form wie heute hier. Von so einem kleinen Micro-Adventure sagt man immer, dass man einfach sich mal eine, was weiß ich, Buschbox aufbaut, einen Kaffee drauf kocht, eine Kleinigkeit zu essen und einfach mal eine Stunde draußen genießt. Und wenn ich das zusammen mit euch als Zuschauer dann kann, ist das umso schöner, bis hin zu etwas größeren Aktionen, wo ich dann auch mal mir auch einen schönen Fleck raussuche und dann da einfach mal eine Nacht im Wald verbringe mit lecker Kocherei draußen, lecker Essen und ja, mir zusammen einfach die Zeit entspannt genießen können. Das ist mir schon sehr wichtig. Ich möchte insgesamt, das ist jetzt so ein persönliches Anliegen, möchte in der Qualität noch ein bisschen besser werden von den Videos. Sagen wir mit der Aufnahmetechnik, das ist alles schon ganz gut und schön. Das mit Mikro und so weiter, das funktioniert alles ganz gut, um euch einen guten Ton bieten zu können, gerade wenn es mal so Labervideos wie heute sind. Was mir aber noch ganz wichtig ist und habe ich jetzt auch viel Spaß gewonnen, ist so ein Videoschnitt. Da möchte ich unbedingt noch besser werden. Da habe ich mir jetzt vorgenommen für dieses Jahr, da vielleicht doch noch die eine oder andere Lektion dazu zu leihen, um einfach etwas noch spannendere Videos zu gestalten. Weil es ist eine Geschichte, dieser Schnitt, es macht mir Spaß. Und ich glaube, umso mehr Skills, das man hat, umso schönere Videos kann man da dann rausgedänzen. Und ja, da dürft ihr gespannt sein, ob mir das gelingen wird, weil das ist manchmal nicht so ganz einfach. Aber ja, seid neugierig, bleibt da dran und erlebt das mit mir zusammen für dieses Jahr. Mal schauen, was da an Videos so zusammenkommt. Ist auch jetzt ein schönes Abschlusswort, ich möchte es jetzt gar nicht länger gestalten. Ich habe mir mal erlaubt, so vom vergangenen Jahr einiges, so was an Highlights und an schönen Eindrücken, die ich gesammelt habe. Das habe ich mal versucht, in einem Art Jahresrückblick zusammenzuschneiden. Und ja, das zeige ich euch jetzt hier im Anschluss auch mal eine kleine Ansprache. Dauert so gute 2-3 Minuten. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch einfach entspannt zurücklehnt und die Bilder nochmal mit mir zusammen genießt. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit und nochmal ein gesundes neues Jahr. Und ich freue mich auf euch auch jetzt im neuen Jahr 2023. Und jetzt viel Spaß mit dem Rückblick. Bis dahin eine schöne Zeit. Bye, bye.